Erinnert ihr euch noch an Fall Guys? Ein wilder Plattformer, bei dem ihr mit bunten, tic-tac-förmigen Wesen durch verschiedene Parcours laufen musstet. Ein Spiel, welches einen Hype erzeugt hatte, den man selten auf Twitch oder YouTube gesehen hat. Egal ob Montana Black oder Unge, quasi jeder Streamer in Deutschland und der Welt hat das Spiel gespielt. Zu Recht, wie ich finde, denn ich liebe Fall Guys. Aber das ist lange her. Genau wie der letzte Sieg von Deutschland beim ESC. Fall Guys ist nur noch ein Relikt. In unseren Erinnerungen mehr nicht. Und das Ganze hört sich so an, als würden wir über ein Spiel sprechen, das Mitte der 2000er erschienen ist. Aber in Wirklichkeit war es doch Ende 2020. So schnell wie ein Meteor ist das Spiel eingeschlagen. Aber genauso schnell wie Miguel Pablos Homosexualität ist es auch wieder verschwunden. Aber wie kam es nur dazu, dass dieses wahnsinnig lustige Spiel so schnell wieder in Vergessenheit geraten ist? Als Fall Guys angekündigt worden ist, habe ich es damals mit Aaron noch in den Nerdy News behandelt. Ich fand das Spielprinzip damals schon ziemlich spannend und war von Tag 1 an sehr gehypt. Um ehrlich zu sein, war ich aber so ziemlich der Einzige, dem es so ging. Kaum jemand hat über das Spiel geredet. Wenn ich es erwähnt habe, dass ich mich auf das Game freue, wussten viele nicht mal, dass es existiert. Es war also anzunehmen, dass das Spiel nicht der große Erfolg werden würde. Aber dann hatte Mediatonic eine raffinierte Idee, die auch schon bei Rocket League für extrem viel Hype gesorgt hatte. Fall Guys sollte im ersten Monat kostenlos im PSN Store erscheinen. Und die Strategie hat durchaus Früchte getragen. Viele meiner Freunde und Bekannten, die gezweifelt haben, ob sie das Spiel holen würden, haben es sich direkt zur Release geholt. Aber auch die PC-Version hat sich mit einem Schnäppchenpreis von 20 Euro überragend verkauft und Fall Guys stand direkt ganz oben in den Spielecharts. Wie eingangs erwähnt, haben diverse Streamer das Spiel gespielt, was sicherlich nicht unwesentlich zu seinem Erfolg beitrug, weil nun auch sehr viele Menschen das Spiel selbst haben wollten. Ich habe auch sehr viele Fall Guys Streams hintereinander gemacht und obwohl das Spielprinzip immer das gleiche war, hat es mir unglaublichen Spaß gemacht. Trotzdem ist genau das vielleicht der springende Punkt, warum Fall Guys nach weniger als nur einem Monat eine Talfahrt hinlegt, die sich jeder Freizeitpark bei seinen Achterbahnen wünschen würde. Und zwar, ich spreche von der Abwechslung. Fall Guys hat durchaus viele lustige Minispiele, aber es ist nun mal ein Battle Royale Game und diese leben davon, dass man sie immer und immer wieder spielt. Während man in Fortnite neue Waffen, Vehikel und Maps liefert, hat Fall Guys erstmal nichts Neues bekommen. Ja klar, wir sind immer noch im ersten Monat vom Game. Es wäre auch eher unüblich, dass so schnell neuer Content kommt, aber die Spieler haben sich sehr schnell vom immer wieder gleichen Spielprinzip gelangweilt. Langweilen kann man sich allerdings auch nur, wenn man ins Spiel reinkommt. Zu Release-Beginn hatte das Spiel massive Serverprobleme und manchmal hat es Minuten gedauert, bis man ins Game reingekommen ist. Fehler, Spielersuche fehlgeschlagen. Oh, nochmal. Und direkt nochmal. Doch, jetzt scheint es zu klappen. Nee? Ja, nochmal? fliegt immer. Ja, also, nein. Nein. Oh Mann. Oh, jetzt. No. Selbst zu Release von Season 2 gab es vereinzelte Probleme, das Spiel zu starten. Das trägt natürlich auch nicht unbedingt zur Freude der Gamergemeinde bei. Was allerdings noch ehrenloser als störrische Server sind, sind Leute mit kleinem, Cheater. Und diese gibt es in Fall Guys so oft wie McDonald's bei Tanzverbot. Also zumindest früher. Aber wir reden ja noch von früher. Ah, hey! Oh, he's flying. Is he? Yep. Oh, Gosu. What? Hovering up in the air. Oh my what? God. He's hovering up in the fucking air. Leider haben die Entwickler auch nicht so wirklich viel Wert auf das Beseitigen der Cheater gelegt. Zumindest sind sie so überzeugt von ihrer eigenen Programmierung, dass es angeblich quasi unmöglich ist zu cheaten. Aber die eigene Erfahrung hat mich leider eines Besseren belehrt. Nicht nur, dass es keine Möglichkeit gibt, Cheater zu reporten, selbst wenn es ginge, naja, es wäre knifflig, da die Namen mit Nummern vergeben sind und diese nur bis 9999 gehen, aber es Millionen von angemeldeten Spielern gibt. Auf der PlayStation hat man zwar richtige Namen, naja, dort gibt es aber das Cheat-Problem nicht. Apropos PlayStation. Neben dem PC gibt es Fall Guys aktuell nur für Sonys Konsole. Nintendo und Microsoft sind noch leer ausgegangen. Es wurden zwar immer wieder Andeutungen für eine Switch-Version gemacht, aber bis heute gibt es keine konkreten Infos darüber. Die Entwickler beriefen sich darauf, erstmal die PC- und PlayStation-Version verbessern zu wollen. Ich habe oft gelesen,
dass sich Spieler eine Xbox-Version von dem Game wünschen, aber gerade auf der Nintendo Switch würde das Spiel doch so gut passen wie die Faust aufs Auge. Das Spiel ist bunt, verrückt und absolut gewaltfrei. Die Nintendo Switch die ideale Familienkonsole. Ich glaube, hier wurden einige potenzielle Käufer ausgelassen und sehr viel Geld verschenkt. Eine Crossplay-Funktion fehlt auch, was heutzutage eigentlich gerade bei so einem Spiel ein Muss sein sollte. Den letzten Sargnagel für Fall Guys hat sich das Spiel aber vermutlich nicht selbst verpasst, sondern es war ein anderes Spiel, welches aus der Versenkung in Erscheinung trat, genau wie Mike Tyson, der nun wieder in den Ring steigen möchte. Ja, kein Witz. Es war kein Crewmate, sondern ein Imposter. Die Rede ist von Among Us. Eigentlich schon 2018 erschienen, erlebte es 2020 einen Hype, der bis heute noch aufrechtgehalten wird und damit jetzt schon länger anhält als der von Fall Guys. Streamer spielen nun das Spiel mit den kleinen Weltraumknirpsen und haben mächtig Spaß dabei. Zu Recht, auch Among Us ist ein tolles Spiel, keine Frage. Aber nun zurück zu Fall Guys. Gibt es eine Chance, dass unsere kleinen bunten Hüpfer ihren zweiten Frühling erleben? Oder werden sie das gleiche Schicksal wie Valorant und Co. erleiden? Wie gerade erwähnt, würde ich absolut eine Switch- und Xbox-Version sowie die Möglichkeit zu Crossplay wünschen. Weiterhin wäre es nicht verkehrt, vielleicht ein paar neue Spielmodi in das Game einzubauen. Man hat ja auch schon angefangen, einzelne Level zu variieren und ich denke, Season 2 geht auch schon in die richtige Richtung, aber da muss einfach noch mehr Input kommen. Custom Games wären auch eine Bereicherung. Aktuell kann man Fall Guys ja mit maximal 3 weiteren Spielern spielen, aber gerade wenn man das Spiel mit der Community streamen möchte, wäre es absolut rillt, wenn man mit mehreren Leuten am Start sein könnte. Auch für Turniere wäre dies eine wünschenswerte Option. Vielleicht hätte man auch am Marketing arbeiten können. Eine kleine Miniserie mit unseren lustigen Protagonisten könnte sicherlich auch unterhaltsam sein. Aber gut, der Zug ist vermutlich schon lange abgefahren. Außer es ist die Deutsche Bahn, dann gibt es noch Hoffnung. Aber vielleicht zu einem potenziellen Switch-Release wäre das doch eine denkbare Idee, so eine Miniserie. Alles in allem ist Fall Guys ein verdammt witziges Spiel und es macht mich ziemlich traurig zu sehen, wie es innerhalb von kürzester Zeit mit Lichtgeschwindigkeit gecrashed ist. Ich werde dem Spiel sicherlich die Treue halten und freue mich auf zukünftige Videos und Streams. Aber wie sieht es mit euch aus? Glaubt ihr, dass Fall Guys nochmal ins Rampenlicht treten wird? Oder wird es in Zukunft eher im Indie-Bereich unterwegs sein? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und es würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben und dem Kanal vielleicht ein Abo dalassen könntet. Bis zum nächsten Mal und haut rein!